Die jetzige Große Koalition als erste seit vielen Jahren hat sich dezidiert dargestellt als Pro-Bahn-Regierung. Eine tolle Entwicklung. Was hat sich da in dem Gefüge inzwischen verändert? Ja, entscheidend ist der Koalitionsvertrag, der ist Grundlage für das Handeln, auch für den Sektor Schienenpolitik. Und dort haben wir vor allem sehr viele Punkte hineingebracht. Die Einführung eines Bahnbeauftragten war ein wichtiger Punkt und eine Forderung der SPD ist umgesetzt worden. Ich persönlich hätte ihn gerne im Kanzleramt gesehen, unabhängig vom Bundesminister des Verkehrs. Aber es ist jetzt so, aber es ist gut, dass er da ist. Wir haben darüber hinaus es geschafft, dass es wieder eine Eisenbahnabteilung im Verkehrsministerium gibt. Und der Minister Ramsauer ist das ja alles abgebaut worden. Also auch ein richtiger Schritt. Entscheidend ist das Geld und die Rahmenbedingungen. Wir konnten erreichen, dass bis 2025 jetzt 70% aller Strecken elektrifiziert werden sollen, um nur ein Beispiel zu nennen, aber auch die Ausgestaltung mit finanziellen Mitteln, im Augenblick Verhandlungen zur Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, aber auch zur Ausgestaltung der digitalen Welt, ETCS, um Stellwerkstechniken zu erneuern, sind Themen des Koalitionsvertrags und die Schiene ist wirklich dort sehr prominent vertreten. Nun sind ja auch tatsächlich in den letzten Jahren, Stichwort kam eben schon, wo das so richtig losging, bestimmte Dinge liegen geblieben. Und man hört an allen Orten, dass es jetzt auch knapp wird. Das heißt, es muss auch was getan werden. Was ist denn aus Ihrer Sicht, aus Sicht der SPD jetzt auch das Wesentlichste, sowohl Infrastruktur als auch Bundeskonzern Deutsche Bahn? Ja, entscheidend ist, dass der Koalitionsvertrag umgesetzt wird, dass die finanziellen Mittel kommen, dass die Rahmenbedingungen kommen. 25 Jahre Reform, man muss die Strukturen anschauen, auch das ist Aufgabe, da sind wir schon dabei, ob das noch alles richtig strukturiert ist. Aber entscheidend sind die Mittel, Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung bis 2024, um die Instandhaltung sicherzustellen. Wir müssen aber dazu kommen, dass wir so viel Instandhaltung haben, Ausbau, Neubau, dass die Schiene jünger wird. Es gab vor ein paar Jahren von Bundesministerium geförderte Neuentwicklung von ökologischen günstigen Weichenheizungen. Die wurden bei zwei Projekten bei der DB eingeführt, aber man hört dann nicht, dass die, obwohl sie für positiv befunden wurden, dann auch tatsächlich eingebaut werden auf der 100% vom Bund theoretisch kontrollierten Infrastruktur. Da könnte ich mir schon doch wünschen, wenn man für Entwicklung was ausgibt, dann auch Sorge zu tragen, dass das jetzt positiv eingebaut wird. Aber es ist natürlich die Frage, wie weit sollte denn nun Kontrolle gehen? Welche Art Kontrolle ist nötig? Und wo sollten sich Politiker oder Ministerielle vielleicht eher zurückhalten? Ich mache seit 2005 Verkehrspolitik im Deutschen Bundestag. Heute haben wir die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen auf 1,5 Kilometer Streckenlänge, sehr detailliert, in Ampelform. Grün, alles in Ordnung. Gelb bedeutet Handlungsbedarf. Rot heißt sofort handeln. Also diese Kontrolle ist da. Wir haben uns auf Brücken spezialisiert. Das heißt, 9.000 Brücken von 25.000 sind älter wie 100 Jahre. Wir haben ein Brückensanierungsprogramm aufgelegt. Das wird auch kontrolliert und nachgehalten. Wir kontrollieren auch mit Schienenfahrzeugen Streckenabschnitte, was den Gleiskörper angeht. Vernachlässigt wurden wohl die regionalen Netze für den Schienenpersonennahverkehr im ländlichen Raum. Da kann man einen neuen Schwerpunkt legen. Kontrolle ist entscheidend und wichtig. Aber ich sage mal, wichtig ist, dass das Verkehrsministerium wieder eine Eisenbahnabteilung hat, um da auch einen Blick drauf zu haben und nicht alles irgendwohin vergeben muss oder der Deutschen Bahn AG von Haus auf alles glauben muss. Das heißt, Sie sind schon der Meinung, mit den vorhandenen Instrumentarien könnte man diese Frage lösen. Sie müssen nur jetzt ausgebaut werden in der Richtung, wie es geplant ist, ja? Also der Verkehrsminister ist in der Hauptversammlung ganz alleine. Der gibt die Ziele vor für den Aufsichtsrat, aber auch für den Bahnvorstand. Es müssen nicht nur betriebswirtschaftliche Ziele sein. Den Einzelwagen-Güterverkehr aufrechtzuerhalten, ist verkehrspolitisch ein wichtiges Ziel, um nicht noch mehr LKWs auf den Straßen zu haben. Bedeutet aber, dass man keine Gewinne damit einfährt. Aber das ist eine politische Aufgabe, die man dem Aufsichtsrat und dem Vorstand gibt.
Ansonsten hat der Vorstand Verantwortung für seine Führungskultur, aber auch für seine Mitarbeiterzuführung. Wenn man hört, dass man jedes Jahr jetzt 20.000 braucht plus 4.000 Auszubildende, dann weiß man, was für eine Herkulesaufgabe es ist, weil Eisenbahner müssen ausgebildet werden, die wachsen nicht auf den Bäumen, sage ich immer. Also Sie meinen, da muss die Politik auch mal akzeptieren, dass im Bereich Infrastruktur wir nicht von Gewinnen reden, sondern von Investitionen, damit das System funktioniert. Aber es muss dann nicht unbedingt sein, was ja manche andere fordern, gleich jetzt komplett die Infrastruktur mit Bahnhöfen und Energie abzutrennen und eine neue Firma gründen sozusagen, die dann auch vom Ministerium geleitet würde, wahrscheinlich von derselben Abteilung, dann die jetzt sowieso kontrolliert. Soll. Das ist dann noch nicht aus Ihrer Sicht nötig. Nur der Verkehrsträger Schiene muss Priorität bekommen bei der Verkehrswende. Wir werden ein nationales Klimaschutzgesetz bekommen. Da hat der Verkehr Aufgaben zu leisten. Und ich erinnere an das Pariser Abkommen. Null Emissionen aus dem Verkehrsbereich. Da spielt die Schiene eine entscheidende Rolle. Deswegen muss man da jetzt investieren. Und deswegen plädiere ich dafür, die Schiene als Verkehrsträger Nummer 1 in Deutschland voranzutreiben und der Straße mal das Nachsehen zu geben. Gibt es denn bestimmte Dinge, die Sie jetzt auch als SPD gerne sich für die Zukunft wünschen könnten, aber die halt im Koalitionsvertrag so nicht unterzubringen waren? Man hat ja auch sowieso nicht die Möglichkeit, in einer Legislaturperiode nun alle Dinge unterzubringen. Ja, Verkehrspolitik macht man mit Weitblick. Das ist entscheidend. Natürlich sind nicht 100% der Wünsche erfüllt worden. Wir haben viel für die Schiene im Koalitionsvertrag. Wir hätten uns gewünscht, im Vergabegesetz im Schienenpersonennahverkehr, dass die Beschäftigten mit übergehen müssen. Das ist heute noch ein Sollen, um Beschäftigungssicherheit auch herbeizuführen. Oder im Fernreisebusmarkt sind wir der Meinung, dass eine Bemautung jetzt angezeigt wäre, um die Infrastruktur auch für diesen Fernreisebus vernünftig zu machen. Das sind aber Dinge, die im Koalitionsvertrag leider noch keinen Niederschlag gefunden haben. Stichwort Europa, ein ganz wichtiges Erfolgserlebnis der Europäischen Union ist ja die Möglichkeit für alle Bürgerinnen und Bürger frei zu reisen ohne Pass- und Zollkontrolle. Und dazu gehört natürlich dann auch sicherlich eine genügende Anzahl von Zugverbindungen. Leider haben wir im Bereich Deutschland, Tschechien und vor allem auch nach Polen das Problem, dass das so ein bisschen flach oder schlecht besiedelte Regionen sind und insofern manche Verkehre sich schwer rechnen. Und es gab bisher aber immer von Seiten der CDU, CSU die ganz strikte Meinung, Fernverkehr auch über die Grenze bleibt Fernverkehr und wir dürfen den nie vom Bund ausschreiben oder eine Ausschreibung von Ländern bezuschussen, als ob das ein Dogma der Verfassung sei. Ich habe den Eindruck, in dem Bereich, wenn die Polen und Tschechen was zuschüssen würden und es wird von Bundesländern wie Brandenburg und Berlin ja bereits seit längerer Zeit auch so gewünscht, dann sollte man davon abgehen, das als Dogma zu betrachten. Das ist ja ein Stück weit eben auch Grundversorgung der Bevölkerung. Wie sehen Sie das? Na, der Koalitionsvertrag hat auch eine Fernverkehrsstrategie. Es werden im ersten Schritt alle Städte über 100.000 Einwohner angebunden. Ziel muss es sein, alle Städte über 50.000 Einwohner anzubinden. Und wenn wir mit den Nachbarstaaten sprechen, vor kurzem war der Nationalständerat der Schweiz bei uns. Wir waren aber auch in Tschechien, in den Niederlanden. Dann hören wir schon die Klagen, dass im eigenen Land viel passiert, aber in Deutschland die Verträge so gut wie nicht eingehalten werden. Wir werden jetzt Gott sei Dank auf der Strecke München-Zürich, wo die Schweiz ja mit 50 Millionen beisteuert, auch in unserem Land. Das werden wir einhalten, aber wenn ich an die Rheinschiene denke, die Zuführung zum Gotthardtunnel ist versprochen nicht gemacht und wir haben das nächste Großprojekt, Brenner Basistunnel, Österreich, Italien werden fertig werden, Mitte 20 spätestens. Und wir müssen klären, wie wir Zuführung, Abführung
durch das Inntal machen mit über 17 Bürgerinitiativen. Das sind schon Herausforderungen. Und das Gleiche gilt nach in den Ostblock. Viele sprechen vom Seidenzug nach China. Wir haben Züge in Arabien, aber entscheidend ist, man muss auch nach Warschau vernünftig kommen. Und meine Heimatstadt Nürnberg, seit 30 Jahren im vordringlichen Bedarf, Nürnberg, Markt Redwitz, Prag. Auch da wird es allerhöchste Zeit, dass man jetzt in die Umsetzung kommt und vielleicht dadurch nicht immer nur den Bus von Nürnberg nach Prag fahren lassen muss. Und Sie würden da auch durchaus akzeptieren, wenn man, falls das notwendig wäre, dass man ernsthaft überlegt, ob auch zumindest theoretisch der Bund einmal da bestimmte Kosten in Einzelfällen mittragen könnte, also nicht von vornherein ausschließen, so wie man das bisher immer von den CSU-Verkehrsministern gehört hatte. Ja, das Geld kann man nur einmal ausgeben, ist völlig klar. Wir hatten früher ja Regionalzüge, Interregio, die dann weitgehend eingestellt worden sind. Und die Bundesländer haben natürlich wenig Interesse mit dem Geld, das sie haben, dann grenzüberschreitenden Verkehr zu finanzieren. Ich wäre ja schon mal froh, wenn wir die Grenzanbindungen gerade in die ostdeutschen Länder vernünftig hätten, weil von Schönding nach oder von sag mal nach Prag zu fahren, von Furt im Wald beispielsweise, ist schon ganz vernünftig, aber wir müssen sehr gut nach vor dem Wald kommen und da kann der Nahverkehr auch eine Rolle spielen. Ich meine jetzt eben Fernverkehr über die Grenze, dass man das außerhalb der normalen Ländermittel machen kann, weil Polen erlauben so etwas, dass da Intercity-Verkehr, wenn der über die Grenze geht, kriegt der getrennte Unterstützung. Und bisher hieß es in Deutschland immer, dass das egal ist, ob das Fernverkehr über die Grenze oder im Inland ja. ist. Also mir scheint, auch gerade weil man zwischenstaatliche Verträge hat, wo ja festgelegt wird, dass beide Seiten das entwickeln wollen, dass man da zumindest also kein Denkverbot haben sollte, ob man es dann macht, ist was anderes. Es müssen Mittel da sein, aber dass man nicht von vornherein sagt, sobald das Fernverkehr über die Grenze ist, geht es nicht. Weil jetzt haben wir ja die seltsame, absurde Sache, dass ein Zug von Berlin nach Breslau, Wrocław, unter dem Titel Nahverkehr darf der finanziert werden von den Ländern, aber das ist ja nun mehr als 100 Kilometer. Also wenn man das als Fernverkehr mit einem komfortablen Zug machen würde, was die ÖBB jetzt sogar eigenwirtschaftlich macht, aber nur zu Zeiten, die den Österreich Konzepten passen. Das heißt, da würde noch Luft sein und wir sehen das an den Resonanzen, dass das sich auch preislich tragen könnte, wenn man das. Der Bundesverkehrswegeplan unterscheidet nicht zwischen inländischem Fernverkehr und grenzüberschreitendem Fernverkehr. Mhm. Wir haben die im vordringlichen Bedarf, vor allen Dingen die Strecken München, Nürnberg, Prag, wenn ich an Tschechien denke, aber auch in die Schweiz, da haben wir die gleiche Priorität. Wenn wir im Fernverkehr mal in Deutschland soweit sind, dass wir alle Städte mit 50.000 Einwohnern angeschlossen haben, dann kann man sicherlich darüber nachdenken, ob man einen Sonderfonds macht für grenzüberschreitende Strecken. Aber zurzeit deckt es der Bundesverkehrswegeplan ab. Und es ist auch in der Umsetzung, weil der finanziert ist. Das ist das Entscheidende. Wir haben nichts im vordringlichen Bedarf, was heute nicht finanziert ist. Es gibt ja generell auch zum Thema mehr Verkehr auf der Schiene die Hinweise, dass der Schienenverkehr ein Stück weit benachteiligt ist gegenüber Straße und gegenüber auch Flugverkehr. Stichwort Schienenmaut beim Güterverkehr ist der für einen gewissen Zeitraum jetzt reduziert, aber die Frage ist, ob diese Reduzierung bleibt. Frage ist eben auch generell, wie wir gesagt hatten, muss das Gewinn bringen oder darf das dann auch Geld investiert werden direkt? Und wir haben Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer im grenzüberschreitenden Verkehr, das haben die Flugzeuge nicht. Wir haben Kerosin, äußerst günstige Bedingungen. Der Zugverkehr muss trotzdem seine Abgaben zahlen für den Strom. Können Sie sich da vorstellen, dass man durch entsprechende Veränderungen dem Bahnverkehr quasi auch hilft, dass mehr fließen kann? Ja, wir haben dem Bahnverkehr geholfen. Im Schienengüterverkehr ist es gelungen. Halbierung der Trassenpreise, im Übrigen langfristig. Also das ist nicht terminiert jetzt? Ist nicht terminiert, bleibt langfristig, wird auch
zu großen Teilen an den Kunden weitergegeben, um mehr Güter wieder auf die Schiene zu bekommen. Der Marktanteil beträgt heute aller Güter nur 17%. Das ist weit zu wenig. Wir bräuchten eigentlich eine Verdoppelung. Dazu muss aber auch die Schiene in die digitale Welt geführt werden mit viel Geld. Das ist entscheidend dabei. Und dass natürlich die Bahn benachteiligt ist, was Mehrwertsteuer angeht. Vor allem die deutschen Bahnen auf deutschen Schienennetz müssen einen vollen Mehrwertsteuersatz bezahlen. Das gibt es nirgends in ganz Europa. Wir haben die Stromsteuer. Da kann man sicherlich drüber nachdenken, wo noch Entlastung möglich ist, um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen. Ich habe den Fernreisebus erwähnt, der ist heute von einer Maut beispielsweise befreit. Ja, und das von dort wurde auch gesagt, auf einer Tagung letztes Jahr hat der Flixbus-Vertreter gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn es für sie auch eine Maut gibt. Sie wiederum möchten nur gerne, dass sie überhaupt fahren dürfen. Also insofern, das scheint jetzt da gar kein so großer Widerstand zu sein bei dem führenden Anbieter, wenn man so etwas machen kann und dadurch sein Metier sozusagen öffentlich auch besser da sieht. Ja. Ja, viele fahren im Auftrag von Flixbus, der hat ja jetzt sehr stark den Markt eingenommen in Deutschland. Das wussten wir auch, dass so eine Marktbereinigung kommen wird. Ich denke, jetzt ist der Nimbus, dass man neu am Markt ist, eigentlich weg, und die Zahlen zeigen ja auch hervorragende Auslastung. Der Fernverkehrsbus ist etabliert und wir brauchen aber Infrastruktur, Toiletten, saubere, ordentliche Bahnhöfe, Haltestellen. Da fehlt es, und es fehlt im Übrigen auch an Lenk- und Ruhezeiten, was die Überwachung angeht, ist auch noch ein Punkt. Herr Burkhardt, ich bin verblüfft zu hören, dass Sie selbst heute Nacht um, ich glaube, 1.55 Uhr im Bundestag noch mal auftreten mit einer Rede zum Bahnthema. Also Hochachtung, dass Sie so lange zur Verfügung stehen, aber das ist ja schon eine richtige Leistung. Also wir hoffen auch, dass die späte Uhrzeit jetzt nicht bedeutet, dass das Bahnthema doch im Bundestag nicht so wichtig ist. Nein, Debatten zu später Nachtstunde sind oft die, sag ich mal, emotionalsten, die natürlich nicht mehr im Fernsehen übertragen werden. Aber es gibt eben Anträge der Fraktionen Die Linke, der AfD, der FDP zu allen möglichen Bahnthemen. Ich sage immer, es geht um die Zukunft der Bahn. Wir haben 25 Jahre Bahnreform. 2.05 Uhr mittlerweile. Ich gehe davon aus, wird noch ein wenig später. Gegen 2:30 werden wir sicherlich reden. Und ist aber keine Seltenheit, dass das Parlament sehr spät endet. Und morgen früh um 9 geht es weiter. Das heißt, Sie werden da im Detail zu einzelnen Fachthemen sich noch äußern dann? Ja, im Detail zu Fachthemen, zum Bericht des Bundesrechnungshofes. Die Fraktion Die Linke kommt immer wieder mit Stuttgart 21 mit dem Thema. Aber die FDP hat auch eine Menge an Thesen aufgestellt. Und wir werden die Trennung von Netz und Betrieb nicht zulassen. Auch das ist Teil des Koalitionsvertrages. Auch das kommt immer wieder vom Bündnis 90 Die Grünen. Also es ist eine breite Palette. Und der Vorstand bietet natürlich auch immer wieder Gelegenheit, die Dinge zu diskutieren. Da brauche ich ja nichts groß erzählen. Herzlichen Dank für das Gespräch.